Willkommen im Master-Video zu zusammengesetzten Aufgaben, die aus Rechtecken, Quadraten und rechtwinkligen Dreiecken bestehen. Hol dir noch schnell einen Zettel und einen Stift. Ich habe hier folgende Textaufgabe für dich. Lesen wir sie uns mal gemeinsam durch. Die folgende Dachfläche muss neu gedeckt werden. Pro Quadratmeter Dachfläche verlangt die Baufirma 22 Euro. Ein Dachziegel hat die Maße 40 cm mal 25 cm. Wie viel kostet das Decken des Daches und wie viele Dachziegel werden mindestens benötigt? Stoppe nun das Video und löse die Aufgabe selbstständig. Schon fertig? Na dann vergleich doch mal mit meiner Lösung. Das Decken der Dachfläche kostet 1650 Euro und es werden mindestens 750 Dachziegel gebraucht. Du hast es auch? Super! Falls nicht, dann schau dir meinen Rechenweg ganz genau an und versuch deinen Fehler zu finden. Gehen wir den Lösungsweg durch. Am Anfang habe ich erkannt, dass es sich um eine Flächeninhaltsberechnung handelt. Und zwar daran, dass ein Dach neu gedeckt werden muss. Danach habe ich die Skizze ein bisschen genauer angeschaut und geschaut, in welche Formen ich das zerlegen kann, von denen ich die Flächeninhaltsformel kenne. Also die Angabe genau untersucht. Dann habe ich mir den Flächeninhalt des gesamten Daches ausgerechnet, also die Berechnung der Aufgabe durchgeführt. Und am Ende habe ich noch den Preis und die Anzahl der Dachziegel berechnet, also das, was in der Antwort dann drinnen steht, berechnet. Nun zur Rechnung. Hier ist nochmal die Skizze aus der Angabe. Diese müssen wir jetzt in Formen unterteilen, von denen wir den Flächeninhalt berechnen können. Als erstes habe ich A1, ein Rechteck, mit den Maßen 6 und 10 Meter. Dann habe ich ein gleichschenkliges Dreieck, das ich in zwei rechtwinklige Dreiecke unterteilen kann. Diese sind A2. Diese rechtwinkligen Dreiecke haben die Maße 1 mal 3 Meter. Da die Höhe des gleichschenkligen Dreiecks 3 Meter ist und die Basislänge 2, also halbiert 1 Meter. Dann habe ich nochmal zwei rechtwinklige Dreiecke, die ich mit A3 bezeichnet habe. A3 hat die Maße 2 Meter mal 6 Meter, da die eine Kathete ja genauso lang ist wie die Breite vom Rechteck. Der Flächeninhalt von A1 ist nun Länge mal Breite, also 6 mal 10, das ergibt 60. A2 hat die Maße 1 Meter mal 3 Meter, also 1 mal 3 halbe, ergibt 1,5. A3 hat den Flächeninhalt 2 mal 6 halbe, also 6. Um den gesamten Flächeninhalt zu bekommen, müssen wir jetzt A1 plus 2 mal A2 plus 2 mal A3 rechnen. Das ergibt 60 plus 2 mal 6 plus 2 mal 1,5. Insgesamt also 75. Welche Einheit hat das? Quadratmeter. Also 75 Quadratmeter Dachfläche. Es gibt auch einen anderen Weg, das zu rechnen. Und zwar können wir die Fläche auch in ein Trapez und das gleichschenklige Dreieck oben einteilen. Dieses Trapez hat nun die Maße A ist gleich 14 Meter, da wir 10 plus 2 plus 2 rechnen müssen. C ist 10 Meter lang und die Höhe ist 6 Meter, also genau die Breite vom Rechteck. Dann lautet die Rechnung so. Vom Trapez lautet die Flächeninhaltsformel A plus C halbe mal H. Also 10 plus 14 halbe mal 6. Das ergibt 72. A2 berechnet sich immer noch gleich. Nun müssen wir A1 plus 2 mal A2 rechnen. Das ergibt natürlich wieder 75. Und natürlich bleibt auch die Einheit gleich.
Falls du es nochmal anders unterteilt hast, geht das natürlich auch, solange du das richtige Ergebnis herausbekommst. Jetzt müssen wir uns noch den Preis ausrechnen. Dazu habe ich eine kleine Tabelle gemacht. Wir wissen aus der Angabe, dass wir für einen Quadratmeter Dachfläche 22 Euro zahlen müssen. Nun wollen wir wissen, wie viel wir für 75 Quadratmeter zahlen müssen. Dazu müssen wir auf beiden Seiten mal 75 rechnen, da es sich um eine direkte Proportionalität handelt. Machen wir das doch gleich. 22 mal 75, das ergibt 1650. Da es sich um einen Preis handelt, sind das natürlich Euro. Als nächstes müssen wir noch überlegen, wie viele Dachziegel wir mindestens brauchen. Dazu brauchen wir zuerst mal die Fläche von einem Dachziegel. Dieser hat die Maße 25 cm mal 40 cm. Für den Flächeninhalt können wir Länge mal Breite rechnen. Also 40 mal 25 ergibt 1000, natürlich Quadratzentimeter. Das sind 10 Quadratdezimeter oder 0,1 Quadratmeter, da wir die Dachfläche ja in Quadratmeter berechnet haben. Schreiben wir uns nochmal auf, wie groß die Dachfläche war. Ah ja, 75 Quadratmeter. Diese müssen wir jetzt durch 0,1 dividieren. Dann erhalten wir die Anzahl der Dachziegel. Aber warum ist es eine Mindestanzahl? Genau, wir haben schräge Abschnitte und dort müssen die Dachziegel auseinandergeschnitten werden. Und nicht alles, was wir abschneiden, kann an einer anderen Stelle weiterverwendet werden. Und durch diese Rechnungen erhalten wir den Antwortsatz, den ich vorher schon gezeigt habe. Wiederholen wir den nochmal. Das Decken der Dachfläche kostet 1650 Euro und es werden mindestens 750 Dachziegel gebraucht. Ich hoffe, du konntest diese Aufgabe gut lösen. Der Lernzyklus zu zusammengesetzten Figuren ist hier zu Ende. Aber es gibt noch Basic- und Master-Videos zu Trapez und Deltoid. Diese kannst du dir noch anschauen. Bis bald!